Mit dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden ist doch super, ne? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Großpietsch, liebe Gourmets, Feinschmecker, aber vor allen Dingen natürlich liebe Preisträger, die Spitzenköche und all diejenigen, die hier heute ausgezeichnet werden, herzlich willkommen in Berlin zur 15. Busche-Gala. Ich freue mich, dass der Verlag Berlin mal wieder ausgewählt hat in diesem wunderschönen Hotel Adlon in der deutschen Hauptstadt. Und ich bin natürlich stolz darauf, wie sich Berlin entwickelt hat in den letzten Jahren. Während ja früher gourmetmäßig manchmal Berlin so als Hauptstadt der Currywurst oder des Döners da betrachtet worden ist, hat sich doch viel getan. Bisschen traurig bin ich natürlich, dass bei 26 Spitzenköchen mir die Berliner jetzt fehlen oder zumindest nicht ehemalige Berliner dabei sind, aber nicht momentan aktuell dabei ist. Also da müssen wir noch dran arbeiten. Wir versprechen, das zu tun. Berlin hat sich bei den Spitzenköchen wirklich dynamisch entwickelt. Und das behaupten wir nicht nur so, sondern das ist auch so. Und das freut uns. Berlin ist eine Touristenmetropole geworden in Europa. Nach London und Paris an Nummer 3 mit rasanten Entwicklungen. Die Steigerungszahlen sind verdoppelt worden in den letzten 10 Jahren. Wir haben das ambitionierte Ziel, demnächst 30 Millionen Übernachtungen tatsächlich zu erreichen. Als wir mal 20 Millionen postuliert hatten, sind wir müde belächelt worden. Zur Spitzenhotellerie gehört natürlich auch eine Spitzengastronomie und es ist in der Tat wunderbar, dass so viele Spitzenköche heute hier sind und jeder weiß, wie schwer es ist, nicht nur dorthin zu kommen, sondern vor allen Dingen den Standard dann auch zu halten, es jedes Jahr wieder erneut zu verteidigen, wirklich keine leichte Aufgabe. Und wie in allen Bereichen ist die Spitze auch dazu da, Mut zu machen, auch für die anderen Kategorien, die einfach aufgrund der ökonomischen Situation nicht in der Lage sind, Spitzengastronomie zu produzieren oder es auch vielleicht gar nicht wollen, weil der Aufwand natürlich enorm ist. Aber wie überall, man orientiert sich daran. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen eben gegangen ist bei dem Einspieler. Also bei mir ist da was passiert. Da haben sich die Geschmacksnerven wirklich gemeldet. Wenn man das gesehen hat in dieser Unterschiedlichkeit, aber in den Details, die auch in diesem Beitrag zu sehen waren, dann weiß man, was dahinter steht, nämlich Kreativität, Qualität und vor allen Dingen auch Vielfalt, auch regionale Vielfalt. Ich glaube, ein Trend in der Spitzengastronomie, der absolut begrüßenswert ist, dass die regionale Küche auch wieder in den Vordergrund gestellt wird, dass die Produktauswahl sich aus der Region auch gestaltet und dass Wert darauf gelegt wird, hier tatsächlich die besten Produkte auch zu verwenden. Das heute die 26 Preisträger, da sind 2 Köchinnen dabei. Neben dem Manko, dass da kein Berliner dabei ist, würde ich sagen, ist das natürlich auch das weibliche Element. Glückwunsch erstmal für die 2 Köchinnen, die dabei sind, aber das kann natürlich auch noch gesteigert werden. Die Männerdomäne muss da auch ein bisschen durchbrochen werden. Nichts gegen die Männer, die sich durchgesetzt haben, aber wir wünschen uns natürlich auch noch mehr Frauen, die dann tatsächlich auch ausgezeichnet werden als Spitzenköchin. Die höchste Kategorie zu erlangen, das ist absolut schwierig. Sich testen zu lassen, eine heikle Angelegenheit, weil geht es immer dann nur um Objektivität und was muss man sich sagen lassen von Testern, von Kritikern? Hans Hormann sitzt mir so hier gegenüber. Nicht nur geliebt diese Berufsgruppe der Restaurantkritiker, sondern teilweise auch gefürchtet. Und ich denke, es ist manchmal auch so ein bisschen wie Zeugniserteilung, wenn man mitbekommt, ja, wir sind mal wieder auf dem Prüfstand. Manchmal auch ein bisschen wie Inquisition. Das ist auch dabei. Und jeder weiß, wie wichtig heute solche Beurteilungen sind. Das ist
so. Das kann man bedauern oder begrüßen. Viele Menschen orientieren sich in der Tat und benutzen die Nachschlagewerke, wo dann die Kritik auch wiederzufinden ist oder in den Berichten in den aktuellen Tageszeitungen. Und wenn man die ökonomische Bedeutung sich immer vergegenwärtigt, was dann auch eine schlechte Kritik ausmachen kann, dann weiß man, wie schwierig das insgesamt ist. Sie haben diese Tests bestanden, mit Bravour bestanden, sonst würden Sie heute nicht ausgezeichnet werden. Die Auszeichnung gilt Ihnen natürlich persönlich, aber auch Ihrem ganzen Team. Und ich glaube, das ist heute besonders wichtig festzustellen, dass bis ins letzte Glied eines Restaurants es funktionieren muss. Und wenn man diese Spitzenqualität liefern möchte, dann muss das so sein. Und das setzt gute Ausbildung voraus. Es ist heute schon mal gelobt worden, die Ausbildungsleistung in den einzelnen Betrieben. Und es setzt natürlich voraus, dass die Kreativität da ist und dass die Liebe zum Beruf prägend ist und dass bei allen Schwierigkeiten, die sich im Alltag ergeben, das ganze Team brennen muss, um ihre Gäste zufriedenzustellen und auf höchstem Niveau etwas zu produzieren. Und ich möchte an dieser Stelle, als jemand, der sehr gerne isst, ab und zu auch mal kocht, natürlich auf so einem ganz kleinen Niveau, aber ich sage auch, wozu haben wir eigentlich die Spitzenköche? Den Anspruch sollte man selber gar nicht erst bei sich zu Hause versuchen zu erreichen. Es gab ja mal eine Phase, wo alle auf einmal nach Bocuse oder nach anderen kochen mussten mit komplizierten Kochbüchern. Sollte man sein lassen. Wir freuen uns, dass es wunderbare Restaurants gibt, die diese Qualität uns Gästen bescheren. Dafür möchte ich im Namen Ihrer Gäste Dank sagen. Und ich möchte Ihnen alles Gute wünschen bei der Verwirklichung Ihrer Träume, Ihrer Ziele und vor allen Dingen viel Kreativität und diejenigen, die die Unterstützung brauchen, von Menschen, die das auch ermöglichen, was Sie sich vorstellen, wenn das nicht durch eigene Kraft geht. Also ich meine da auch Backstage, dann Hotels, wie beispielsweise das Adler und mit seinem Restaurant weiterhin so viel Unterstützung und den Hoteliers natürlich und den Eigentümern eine Mahnung ins Stammbuch geschrieben, vernachlässigt bitte unsere Spitzengastronomie nicht. Sie ist wichtig, nicht nur für das Image des einzelnen Hauses, sondern natürlich für eine kultivierte Gesellschaft. Kunst hat mit Kochen zu tun und Kochen ist Kunst. In dem Sinne, danke für Ihre Kunst. Danke, dass wir daran teilhaben dürfen und weiterhin viel Erfolg. Den Spitzenköchen.